Manche hat heute Morgen schon ihr Programm gegen Demenz, nämlich mein Platz. Sie können gerne nachher diesen Kontakt noch ausweiten und vervollständigen. Wir wollen es auch heute Morgen so handhaben, dass wir die Plätze einnehmen, soweit das nicht passiert ist. Es gibt noch eine ganze Reihe Plätze. Ihr wisst schon, dass auf der Empore, die kosten 50 Euro mehr. Das sind die Special Sponsored Plätze da oben. Sehr, sehr schön. Zum ersten Mal hat die La Höhe eine Empore bekommen. Fantastisch. Also, wir wollen zur Ruhe kommen, geben uns einen kurzen Moment der Stille, in dem wir auch ganz persönlich zu unserem Gott treten dürfen und ihn für die vor uns liegende Gottesdienstzeit beten wollen. Und dann beginnen wir unseren Gottesdienst mit dem Vorspiel.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Wort für diesen Sonntag, das steht im 1. Johannesbrief. Dort heißt es, dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und damit ein ganz herzliches Willkommen an Sie zu diesem Gottesdienst hier auf der Höhe. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und wie wir vorhin schon sagten, dass Sie so ungewohnt sitzend da sind. Und das mag jetzt auch für die, die mit uns über den Livestream verbunden sein, wichtig sein. Wir haben unseren kompletten Raum hier umgebaut. Und wir wollen zuerst einmal ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen all denen, die seit letzten Sonntag hier tätig waren, dass das heute hier so ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben diesen Raum hier so umgebaut, weil wir für die vor uns liegende Woche ein anderes Raumgefühl haben wollten, indem wir unsere Jesuswoche hier durchführen. Jesuswoche, das ist natürlich das Stichwort heute. Von Dienstag an immer 20 Uhr abends bis zum kommenden Sonntag, logischerweise da um 10 Uhr, werden wir unter unserer Jesuswochen-Thematik zusammen sein. Ich denke, es wird kaum jemanden geben hier in diesem Saal, der davon jetzt nicht gehört hat. Sonst müsste er so ziemlich an allen Plakaten in Langensteinbach blind vorbeigegangen oder gefahren sein. Er müsste seinen Briefkasten nicht geleert haben in den letzten 14 Tagen. Er müsste keinen Menschen aus der Lahö-Gemeinde getroffen haben. Also wir laden ganz herzlich ein zur Jesuswoche. Wie haben wir uns das vorgestellt? Für uns Erwachsene, in Anführungszeichen, haben wir uns das so vorgestellt, dass wir Sie einladen, ab abends 19.30 Uhr hier im großen Saal anzukommen. Sie mit Ihren Gästen oder alleine, mit Nachbarn, Freunden, Kollegen, wie auch immer, ab 19.30 Uhr ist der große Saal offen. Um 20 Uhr beginnt unser Programm. Das dauert knapp eine Stunde, so ist unser Gedankengang, damit wir danach noch Zeit haben, in unserer Lahö-Lounge hier zusammen zu sein. Und das Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und unser Abschluss ist dann der Sonntagsgottesdienst. Werden Sie dann auch hier so sitzen wie jetzt? Jein. Sie werden so sitzen, wenn Sie hier an den Seiten hier so platziert sind. Da haben wir vor, das ungefähr so zu lassen. Aber in der Mitte wollen wir noch ein bisschen umbauen. Wir wollen nämlich das so hinkriegen, dass Sie auch schon dann gleich in Ihrer Loungezeit angekommen sind. Da wird es kleine Tische geben, Stühle drumherum und dann können Sie Platz nehmen, da oder dort, wo auch immer Sie wollen. Und so ist das für uns, die Erwachsenen, gedacht. Aber es gibt ja nicht nur ein Programm für uns am Abend, sondern wir haben natürlich auch ein ganz besonderes Programm für Familien und für Kinder. Und das wird uns jetzt Tobi Knab erklären. Ja, ich darf für den Bereich hier stehen. Da stehen natürlich noch viel mehr wie ich dafür. Ein Blumenstrauß an ganz vielen Mitarbeitern, Leitern, die das gestalten. Da bin ich sehr dankbar für. Und bei uns geht's zwischen 15 bis 17.30 Uhr um Kinder und Familien. Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie das genau aussieht, nachlesen könnt ihr es dann nochmal auf der Seite. Aber so ein bisschen zur Ergänzung, dass ihr es euch auch räumlich vorstellen könnt. Hier drüben im kleinen Saal wird ein Funpark aufgebaut mit großem Bällebad, Tobe-Ecke, Kreativ-Ecke, Baustellen-Ecke, der Hüpfburg am kleinen Saal dran und so weiter. Das heißt, hier sind die Schulkinder eingeladen von der 1. bis zur 7. Klasse. Und da werden wir dann in den ersten 1,5 Stunden in dem Funpark sein und in der letzten Stunde, erste 1,5 Stunden werden wir im Funpark sein und in der letzten Stunde werden wir noch ein Jungscher Jesus-Wochenprogramm haben mit einer Band, mit einer Geschichte von Jesus, mit Interaktionen, Verlosungen und so weiter. So läuft es für die Schulkinder. Ein Stock tiefer, hier drüben in der Aula, da wird unser Indoor-Spielplatz aufgebaut sein in den verschiedenen Gruppenräumen, die wir da haben. Da, wo jetzt zum Beispiel das Kaffee trinken am Gottesdienst ist, in den anderen Gruppenräumen. Das sind Bobby-Car-Arena, auch ein Bällebad, ein Puppenzimmer, Geschichtenecke und so weiter und so fort. Und in der Aula, da wird ein Café für die Eltern sein, wo allerlei Kuchen, Kaffee, Cappuccino genossen werden kann. Und das Schöne dabei ist, und das fände ich wertvoll, wenn ihr es mitnehmt, das ist eigentlich ein richtig schönes Paket für Familien oder nur für Mama und Papa oder auch Opa und Oma mit Kindern bis zur 6. und 7. Klasse. Die einen sind hier oben unterwegs, die einen Kinder, die anderen Kinder
spielen quasi unten und dazwischen das Café. Ich glaube, das, da haben wir ein richtig, richtig attraktives Angebot für Eltern, Familien, Kinder. Und ich lade euch recht herzlich dazu ein, selber das zu nutzen und eben auch Familien mit dazu einzuladen. Und natürlich neben dem attraktiven Angebot, das ist schön und gut, aber wünschen wir uns, dass durch das Ganze, durch die Angebote und alles den Kindern und Familien Jesus begegnet. Und da glaube ich fest dran, betet gern für mit. Vielen Dank. Ich befinde jetzt sprachlich auf, wie nahe Tobi-Ecke und Tobe-Ecke zusammenhängt. Aber ist okay. Mag das vielleicht nicht nur eine sprachliche Nähe haben. Also vielen Dank für euer ganz besonderes Programm, was ihr da vorhabt. Und jetzt natürlich merken spätestens die, die im Livestream mit uns verbunden sind, oh, ich bin zu weit weg. Ja, da haben Sie recht. Jetzt haben Sie natürlich die Chance, wenn Sie gar nicht so weit wirklich weg sind und dummerweise Sie nicht auf den Weg gemacht haben bisher, in der kommenden Woche tatsächlich einmal hierher zu kommen. Das ist Ihre Chance. Wir laden Sie ganz herzlich ein, hierher zu kommen und das wirklich live und vor Ort mitzuerleben. Aber wir wissen natürlich, dass das nicht für alle möglich ist, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ja, die Abende werden natürlich auch alle übertragen. Sie sind immer ab 20 Uhr mit uns dabei hier in unserem großen Saal, Wohnzimmer, Atrium, Forum, wie auch immer Sie das jetzt hier nennen, was hier entstanden ist, und dürfen diese Jesuswoche miterleben. Und wir machen natürlich Mut, sie nicht nur für sich persönlich mitzuerleben, sondern auf andere aufmerksam zu machen. Unsere Homepage weist auf die besondere Homepage jesuswoche.de hin. Laden Sie andere ein, machen Sie sich einen gemütlichen Abend im Wohnzimmer und hören Sie dann die Vorträge an und sprechen Sie darüber, dass der andere dann den entscheidenden Impuls bekommt und auf Jesus aufmerksam wird. Und um den geht es in dieser Woche von vorne bis hinten, von oben und unten. Wir wollen gerne auf Jesus hinweisen und Jesus bekannt machen. Und herzlichen Dank für dabei sein und ihr Mittun, und Gott möge uns in der vor uns liegenden Woche ganz besonders segnen. Dafür wollen wir beten. Wir wollen beten heute um 11:30 nach dem Gottesdienst, noch einmal unsere Jesuswochengebetszeit im Raum der Stille. Und wir wollen auch heute einen Gebetstag haben. Ganz viele von Ihnen haben schon die entsprechenden Gebetszeiten mitgenommen am kommenden Sonntag, vergangenen Sonntag. Wir wollen immer eine Stunde zusammen sein, 16 bis 17 Uhr, 17:15 bis 18:15, 18:30 bis 19:30. Man kann alle drei Stunden natürlich da sein und da haben wir immer so eine Viertelstunde Pause dazwischen. Oder man kann immer dazukommen, dann auch wieder gehen nach der Zäsur. Und so haben wir einen besonderen Gebetstag für unsere Jesuswoche. Der wird ab heute Nachmittag 16 Uhr dann drüben im Seminarraum 2 stattfinden. Ganz herzliche Einladung, mit für diese Woche zu beten. Natürlich treten in diesem Sonntag alle anderen Bekanntgaben ein bisschen zurück. Das sonstige Programm der Woche, ich denke, das kennen Sie und das wissen Sie, weist nur darauf hin, dass eigentlich heute nach dem Gottesdienst die Kindersegnung von Hannah Meink geplant war, aber da ist die Krankheit in die Familie eingezogen und deswegen müssen wir diesen Termin verschieben. Also all die Richtung Segnung, sich auf den Weg machen wollten, 11.45 Uhr, das wird zu einem späteren Zeitpunkt dann nachgeholt. Jetzt brauchen wir, das ist meine letzte Bekanntgabe, auch einmal nach dem Gottesdienst ein paar freundliche Personen, die sagen, wir geben jetzt diesem Raum noch den letzten Umbauschliff. Das eine große Stück haben wir ja schon geschafft, aber wir brauchen noch ein bisschen Umbauhilfe hier in der Mitte. Maike Hofmann hat letztes Mal das mit Bravour mit Ihnen hingekriegt und sie bat mich noch einmal, mich um 10 Personen zu bemühen, die nach dem Gottesdienst noch mal so ein bisschen Zeit haben, ihr zu helfen bei einem Umbauaktion hier oben. Und darf ich mal bitten, wer hat nachher noch ein paar Minuten Zeit? 10 Personen, die sagen, ja, das ist mein Ding. Eine Person habe ich, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Den Rest sehe ich wegen des Lichtes nicht. Also das reicht. 10 Personen, das ist sehr, sehr gut. Herzlichen Dank. Maike wird nach dem Gottesdienst sie anleiten und dann werden wir unseren Marktplatz hier noch ein wenig optimieren für den Dienstagabend. Haben Sie, was wichtig ist für den Dienstag und für die kommende Woche? Ich hoffe sehr, und dass wir dann also jetzt mit Gottes Hilfe da auch in diese besondere Woche hineintreten können. Es ist uns eine Freude, den Namen von Jesus bekannt. Auch heute Morgen soll es so sein, dass wir Zeit haben, unseren Gott zu ehren mit Worten aus dem Psalmen und dass wir ihn anbeten, ihn loben und ihn preisen wollen. Und zur Psalmlesung bitte ich Sie aufzustehen. Wir beten miteinander
den ersten Psalm, Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Amen. Thank you.
Wir begrüßen ganz herzlich in unserer Mitte Kurt Schneck. Wir sind sehr, sehr froh, dich hier zu haben. Ganz, ganz vielen von uns bist du bekannt, aber wir sind sehr, sehr froh, dass du da bist. Ein herzliches Willkommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann deine Lahö-Geschichte begann. Sie hat schon jetzt eine Reihe von Jahren. Wir schätzen dich als Ausleger der Bibel, als der, der uns die Wahrheit Gottes sehr klar, sehr eindrücklich nahebringt. Wir lieben deinen österreichischen Akzent und freuen uns, dass du auch heute Morgen hier bist und uns ein Wort Gottes auslegst. Wir sind in dem Programm unseres Gästehauses im Lauf einer prophetischen Woche und da geht es unter anderem auch um die berühmte, ganz wichtige Endzeitrede von Jesus Christus aus dem Markus-Evangelium Kapitel 13. Und aus dieser großen Rede möchte ich jetzt die ersten 10 Verse und die Verse 21 bis 23 uns als Predigttext lesen. Und als Jesus aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn du das alles vollendet wirst? Jesus fing an und sagte zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, es muss so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, siehe, da ist er, so glaubt es nicht. Denn es werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, so dass sie die Auserwählten verführen würden, wenn es möglich wäre. Ihr aber seht euch vor. Ich habe euch alles zuvor gesagt. Zum Gebet und anschließenden Lied wollen wir, soweit es möglich ist, aufstehen. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, es ist uns ein ganz besonderes Geschenk und Vorrecht, im Namen von Jesus Christus in deine Gegenwart zu treten. Und wir danken dir, dass wir an diesem Ort hier heute so zusammen sein dürfen, dass wir dich besingen dürfen, dich groß machen können, dir, dem alleinigen Gott, die Ehre geben. Danke. Danke, dass das in diesem Haus geschieht, bei Großen und Kleinen, bei Alten und Jungen. Danke, dass du heute deine Ehre bekommst. Und jetzt sind wir zusammen, nicht nur um dir die Ehre zu geben, nicht nur um dich zu besingen, nicht nur um unseren Glauben dir zu bekennen in unserem Hiersein.
sondern wir sind auch hier ganz bewusst zusammen, um Worte von dir zu hören. Worte des Lebens. Worte aus der Ewigkeit für die Zeit. Und wir bitten dich, unseren himmlischen Vater, unseren Herrn Jesus Christus, dass du auch heute Morgen dein Wort durch deinen Geist bestätigst und bekräftigst. Gib uns ein offenes Herz, einen offenen, klaren Kopf und Hände und Füße, die dann so leben, wie du es uns gesagt hast. Segne Kurt Schneck in unserer Mitte für seinen Dienst und bevollmächtige ihn. Wir bitten dich ganz besonders auch für unsere Kinder, die mit uns hier im Haus sind, dass du ihnen wohltust und ihnen in ihr Leben hineintrittst und dass das große Team der Mitarbeiter, die in ihren Kindergottesdiensten sich um sie kümmern, von dir gebraucht wird. Wir bitten dich für die vielen, die mit uns über den Livestream verbunden sind, dass du in gleicher Weise auch in ihren Situationen, an ihren Orten mit deinem Wort präsent bist. Über all dem preisen wir dich, dass du unser Gott bist und dass du nicht geschwiegen hast, dass du geredet hast und wir hören dir zu. Rede du, Vater, zu uns. Amen. Schönen guten Morgen. Der Sessel ist nur für den Fall der Fälle, dass, wenn mein Kreuz mir wieder Schwierigkeiten macht. Ich bedanke mich wieder für die Einladung, hier zu sein. Bin gerne hier, durfte schon ein paar Tage früher einchecken, um von einem anderen Einsatz mich noch zu erholen und vorzubereiten. Ich bedanke mich auch für diesen wunderschönen Rahmen, der da extra gemacht und eingerichtet wurde. Es wäre wirklich nicht notwendig gewesen. Diese Texte aus der Endzeitrede Jesu gehören nicht unbedingt zu den hellsten Seiten des Evangeliums. Es geht viel um Not und Druck, Bedrängnisse, Ereignisse, die
geeignet sind, uns verzagt zu machen. Und gleichzeitig liegt darin doch auch eine seelsorgerliche Zuwendung Jesu. Er lässt seine Jünger und uns mit ihnen nicht ungewarnt und unvorbereitet in die Dinge reinstolpern, die da vor uns liegen. Es ist auch ein tröstliches Wort. Denn trösten, das heißt ja immer wieder auch aufrichten. Wieder Luft zum Atmen verschaffen. Etwas, das zusammengesackt ist, wieder auf die Beine stellen. Und vor allem bedeutet es Perspektive vermitteln, den Blick klären, Durchblick schenken. Und so stramm diese Worte auch sind, der letzte Blick geht auf den Herrn, der wiederkommt in Herrlichkeit und dann alle Dinge ans Ziel führt. Ich habe mehrere Unterpunkte, die ich ansprechen möchte. Erstens, was ist das Problem eigentlich? Verführung oder Verfolgung? Und Jesus fing an und sagte ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Ihr aber seht euch vor noch einmal, sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Ich brauche jetzt kein Handzeichen, aber sind sie schon einmal verführt worden? Ihr müsst nichts sagen. Hat das wehgetan? Das war doch eher schön, ne? Haben Sie schon einmal Verfolgung erlebt, egal in welcher Gestalt? War sicher weniger lustig. Verfolgung im Laufe der Geschichte der Kirche war immer unwahrscheinlich schmerzhaft, grausam und gemein. Es waren zahllose Menschen, die ihre Treue zum Evangelium mit dem Leben bezahlt haben. Allein in den ersten 3 Jahrhunderten, je nach Quelle, haben 50.000 bis 100.000 Christen ihren Glauben an Jesus mit dem Leben bezahlt. Und im 20. Jahrhundert sind mehr Menschen für ihren Glauben hingerichtet worden, als in allen vergangenen Jahrhunderten vorher zusammen. Und heute geht man so davon aus, wieder je nach Quelle, dass so an die 140 Millionen Christen in mindestens 2 Dutzend Staaten der Erde aufgrund ihres Bekenntnisses oder auch ihres durch den Glauben motivierten sozialen Engagements bedroht, unterdrückt und verfolgt werden. Und trotzdem, Verfolgung hat nie wirklich die Existenz der Gemeinde bedroht. Sie war schmerzhaft. Und die Geschichte der Gemeinde ist von Anfang an auch eine Geschichte von Blut und Tränen. Der Verlust der Heimat, Trennung von den Lieben, der Verlust des Lebens, oft unter unvorstellbaren Qualen. Und zugleich war das Blut der Märtyrer der Same der Kirche. Vom Martyrium ging etwas Überzeugendes aus. Wenn da etwas ist, wofür man sterben kann, dann kann man sich auch im Leben darauf einlassen. Und dass Christen mit der Hingabe ihres Lebens besiegelt haben, woran sie glaubten, das hat für viele andere das Evangelium anziehend gemacht und wurde ihnen zum Zeugnis. Denn was im Sterben hält, das kann auch im Leben tragen. Wer sterben kann, wer will denn den noch zwingen? Es gibt eine wesentlich gefährlichere, weil subtilere Form der Bedrohung und das ist dann eben Verführung. Nein, die tut nicht weh, bereitet keine Qualen, fordert nicht das Leben, im Gegenteil, sie kommt allen unseren Bedürfnissen und Sehnsüchten geradezu entgegen. Verführung ist nicht abstoßend und brutal. Das ist etwas, dem gibt man sich gerne hin. Von der Gewalt kann man sich innerlich distanzieren. Verfolger lösen Abscheu aus. Verführer werden von ihren Opfern geliebt. Und was der Verführer sagt, klingt gut, schmeichelt mir, streichelt meine Seele und es geht einem runter wie Honig. Der Schaden ist dann allerdings anders und größer, als wenn einem Gewalt angetan wird. Gewalt erstreckt sich auf den Leib und ist zeitlich. Dem Verführer verfällt man, seelisch und geistig. Man gerät in eine lebensverändernde und womöglich lebenslange Abhängigkeit
Vom Verführer lernt man ein neues Denken. Verführung löst alte Identität auf und schafft eine neue. Löst mich aus alten Treueverhältnissen und Loyalitäten und bindet an einen neuen Partner. Gewalt erkennt man. Und sie kann über deinen Leib herrschen. Aber bei der inneren Freiheit ist sie zu Ende. Und selbst wenn Leib in Ketten gelegt werden, der Geist ist womöglich immer noch ungebrochen. Und so greift der Verfolger die leibliche Existenz an, tötet den Leib, aber er bekommt nie das Herz. Verführung ergreift das Herz. Verführung, das hat etwas mit Hingabe zu tun, mit Hingerissensein. Dem Verführer glaubt man, vertraut man. Und wer ihn angreift, ist mein Feind. Das ist schon interessant, wenn man Menschen davor warnt, dass sie in einer Sache über den Tisch gezogen werden. Immer wieder gehört, immer musst du dagegen sein. Du brauchst in einer Sache nur Nein zu sagen, aus gesunder Überzeugung gegründet auf das Wort Gottes. Und du bist der Feind. Ein Nein hält heute kaum noch einer aus. Es kann keiner mehr hören. Das ist Verführung. Und ich komme manchmal bei manchen Themen und bei manchen Bibelarbeiten und Vorträgen so als jemand vor, der immer den anderen so ihre Spielsachen wegnehmen muss. Du kannst es auch anders sagen. Wer vor Verführung warnt, bekommt Verfolgung zu spüren. Man liebt nämlich den Verführer. Verführer faszinieren und begeistern, man folgt ihnen willig. Verführer kommen nicht mit Hörnern, Schwefeldampf und Pferdehuf. Nein, die haben immer Format, kommen als Engel des Lichts, lockend, werbend, betörend, schön. Hat eine Zeit lang gegeben, da musste ich sehr viele Vorträge zum Thema Esoterik halten. Nach 4 Dutzend habe ich dann aufgehört, weil ich gesagt habe, mir hängt das halt Thema schon überall raus. Und ja, es gibt in der Esoterik vieles, das wirklich gefährlich ist. Aber ich habe dann darauf aufmerksam gemacht, liebe Leute, viele sind da nicht gefangen, sondern sie sind schon auf einer ganz anderen Ebene abkassiert worden. Oh ja, man kann so tüchtig und rechtschaffen sein, dass man keinen Gedanken an Gott verschwendet. Man kann so verliebt sein, dass man keine Gedanken mehr für Gott übrig hat. Man kann so wissenschaftlich sein, dass man Gott nicht mehr denken kann. Nein, es braucht eben nicht immer den Boxfüßigen. Er hat ganz andere Gestalten. Und er verbreitet auch nicht immer einen unangenehmen Geruch. Verführer kommen gerne als Engel des Lichts. Und sie kennen vor allem die geheimen Sehnsüchte und nützen sie für sich. Nein, die Antworten sind ja nicht glatte Lügen. 10 Wahrheiten und dann eine Lüge darunter gemischt. Und was sie sagen und anbieten, ist einleuchtend, logisch, notwendig, offensichtlich gut. Wie gesagt, sie haben immer Format. Nie vergessen, was uns von Christus weglockt, was uns die Schwierigkeiten macht, dass wir nicht fest im Herzen werden und einer anderen Lehre anhängen. Das hat immer Format. Verführung ist am wirksamsten, je lebensbedrohlicher und chaotischer die Zustände sind in dieser Welt. Wenn die Nöte und die Unordnung zunehmen, werden Menschen offen für falsche Messias und Heilsangebote. Und dabei nehmen die Verführer die unausgelieferten Bereiche des Lebens zum Ansatzpunkt. Unsere Ansprüche machen uns anfällig. Verführer haken immer dort ein, wo man Gott etwas entzogen hat. Eine Reserve behalten hat und klammheimlich beschlossen hat, Gott, da redest du nicht rein. Sei es beim Geld, sei es beim Auto, beim Lebensstil, sei es beim Sex. Da, wo man Gott einen Lebensbereich verwehrt und verweigert, machen die Verführer sich breit. Nein, laut macht man das natürlich nicht. Es steht ja keiner in der Gemeinde im Gottesdienst auf und betet öffentlich zu Gott Mammon.
Aber im Herzen hat er womöglich längst seinen Altar. Und wer mich antastet, was meine Geschlechtlichkeit angeht, der erlebt mich engagiert. Da kann jemand von vorne kreuzbrav und lammfromm sein. Sag etwas gegen bestimmte Gewohnheiten und Freiheiten, die man sich erlaubt. Und das gibt einen Tanz, weil Menschen beschlossen haben, hier redet mir niemand drein. Also da, wo wir eine schwache Stelle haben, weil wir uns nicht gebeugt haben, den Bereich, den wir Christus entzogen haben, weil wir selber klüger sind und darauf bestehen, es selber besser zu wissen, was gut für uns ist, da hakt der Verführer ein. Und so findet der Verführer im alten Menschen einen Partner, den er leicht auf seine Seite ziehen kann. Erst wenn die Verführung nicht zum Ziel kommt, schlägt sie um in Verfolgung. Ein zweiter Unterpunkt vom Text des Evangeliums her hier. Falsche Messias und falsche Propheten. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Und wenn jemand dann zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus, siehe, da ist er, glaubt es nicht. Es werden sich erheben falsche Christus und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, sodass die Auserwählten verführt würden, wenn es denn möglich werden. Falsche Erlöser, sagt Jesus, werden auftreten. Und sie werden sich nicht scheuen, sich als den wiedergekommenen Christus auszugeben. Erlösergestalten werden die Szene bevölkern. Viele werden sich als der Erwartete, als der Heilsbringer ausgeben. Sai Baba hat es von sich klar gesagt, dass er die Inkarnation Jesu ist, der wiedergekommene Christus. Mr. Moon hat es von sich gesagt und viele andere auch. Es sind regelmäßigen Abständen, dass irgendeine neue Erlösergestalt auf den Markt kommt. Und wir hatten jede Menge Welterlöser, auch im politisch-ideologischen Bereich, die uns eine bessere Welt versprochen haben. Ihr wichtigstes Kennzeichen allerdings, sie wollen alle die Herrlichkeit bringen und sie haben kein Kreuz erlitten. Sie wollen Jesus überbieten in Macht und Herrlichkeit und wollen eine Abkürzung, die Israel auch schon damals gewollt hatte, als Jesus einzieht über den Ölberg nach Jerusalem. Da wollten sie im Grunde Laubhütten feiern, ohne Passa. Und Jesus macht dann auch klar, dass diese Propheten wie echt wirken. Sie werden seinen Namen benutzen, werden in seinem Namen große Zeichen und Wunder tun. Aus Offenbarung 13 wissen wir, dass sie auch einen Geist ausgießen können, das Feuer vom Himmel können. Sie können alles imitieren, sogar die Pfingstzeichen nachmachen, werden sich mit lügenhaften Kräften, mit Zeichen und Wundern ausweisen. Ihr Anliegen wird sein, Menschen an sich zu binden, sie hinter sich zu bringen, ihr Geld dann in ihre Tasche. Wir haben es ja diese Woche mal gehabt. Ne? Falsche Propheten wirtschaften hauptsächlich in die eigene Tasche. Bei uns hieß damals kein Guru ohne Shiro. Und sie werden so massiv auftreten, dass sogar die Gläubigen gefährdet sind, getäuscht zu werden, sich mitziehen zu lassen. Und da ist der einzige Schutz, das Gegründetsein im Wort Gottes. Und wer sich da nicht gut auskennt, steht in Gefahr, über den Tisch gezogen zu werden. Wenn es möglich wäre, würden auch die Auserwählten verführt werden. So raffiniert geht das zu. Und auch so ein Merkmal, bei falschen Propheten geht es nicht nur darum, ein paar unausgegorene Prophezeiungen in Sachen Zukunft zu verkünden, die dann wieder zu den nicht erfüllten Dingen ad acta gelegt werden. Nein, der falsche Prophet kommt immer mit einer falschen Theologie. Und so wie der echte Prophet zurückrufen musste unter das Wort, damit das Wesen Gottes, wie es von Mose her offenbart war, dem Volk auch wieder klar vor Augen stand, so führt der falsche Prophet weiter weg auf dem Weg des Abfalls vom wahren Weg Gottes. Das war im Alten Testament so. Der Prophet hatte im Grunde nicht wirklich so eine eigene Botschaft, sondern er hat in dem, was er in seine Zeit hineinzusagen hatte, hat er sich zurückbezogen auf die Tora und hat das Volk wieder zurückgeführt auf den Gott, den es in der Tora schon kannte. Und so gleichen Maß wird der
falsche Prophet wegführen vom wirklich wahren Wesen Gottes und eine neue Theologie bringen. Freizügigkeit erlauben, aus Gott einen Fruchtbarkeitsgott machen, kannst du es auch so sagen, falsche Propheten bedienen das Fleisch. Falsche Propheten haben eine Botschaft, die unseren Trieben und Neigungen entgegenkommt. Und dann wird Gott zum Götzen. Gott wird zum Fruchtbarkeitsgott gemacht. Heute ist es sehr oft Glück, Lust, Beliebigkeit, Selbstbezogenheit. Das sind ihre Themen. Das Recht auf ein gutes Leben. Und dass Gott vor allem dazu da wäre, uns das zu beschaffen. Und wenn das Glück dem Gebot gegenübersteht, verwirft man eben lieber das Gebot. So eng muss man das heute auch nicht mehr sehen. Das waren damals ja ganz andere Verhältnisse. Falsche Propheten segnen, was Gott verboten hat. Und sie stellen das Glück und den Glücksanspruch über den Gehorsam. Ich muss an die Geschichte einer jungen Frau denken, die zu mir gekommen war. Ganz feine junge Frau, die gerne geheiratet hätte. Und dann hat sie mich gefragt, da ist jemand. Und ich frage zurück, lass mich raten, die Sache hat einen Haken. Er ist geschieden. Ich sage, wenn du mich zu dem Thema ansprichst, sage ich dir gleich, du fragst den Falschen. Es war ein gutes Gespräch trotz allem, ich habe sie gewarnt. Und fuhr nach Hause von der Tagung, sind Freunde geblieben, hatten keinen Knatsch. Aber halt so dieses Gott und mein Glück. Oder eben doch gehorsam. Es war satte 15 Jahre später, als ich in dieser Gemeinde, wo sie war, dann von ihr wieder angesprochen wurde und sie mich gefragt hat, kannst du dich erinnern an unser Gespräch damals? Ich sage, nee, das ist eine Gabe von mir, ich merke mir solche Sachen nicht. Und es ist ein Geschenk, dass ich die allermeisten Leute wieder ganz mit neuen Augen sehen kann und nicht mit, was habe ich jetzt falsch gesagt, dass ich mit ganz neuen Augen sehen kann und auch sehen kann, umkleidet mit Christus in ihn, gewandet und rehabilitiert und nicht im Sündenmakel oder im Problem. So, Klammer zu. Und dann sagt sie, es ist mir schwer gefallen und ich habe manche Nacht ins Kissen geschluchzt. Aber ich habe mich an das gehalten, was du gesagt hast. Und jetzt habe ich Frieden. Ich hatte gewarnt vor so einer Partnerschaft. Und es hat wehgetan, das anzunehmen. Aber jetzt, sagt sie, habe ich Frieden. Denn Frieden, das ist der Lohn des Gehorsams. Oh ja, niemals den Glücksanspruch über den Gehorsam stellen. Natürlich, falsche Propheten erlauben und ermutigen dann auch, sich eigene Regeln zu machen. Falsche Messiasse dann, wir sagen noch gleich etwas dazu, die Veränderung der Verhältnisse anmahnen, ohne Veränderung der Herzen. Und drittes, kann ich kurz machen, kennen das zu gut und es ist auch nicht die beruhigendste Facette in dem Thema, Krieg und Kriegsgeschrei, Erdbeben und Hungersnöte. Wenn ihr dann aber hören werdet von Krieg und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, es muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, Erdbeben werden geschehen hier und dort, es werden Hungersnöte sein, das ist der Anfang der Wehen. Das sind die Signale kommender Ereignisse. Es wird uns kein Datum gegeben, aber helle, laute Signale davon oder offenbar
Offenbarung spricht von Posaunen, dass sich bestimmte Dinge zum Ende hin intensivieren werden, immer mehr verdichten werden. Volk gegen das andere, Reich gegen Reich. Egal wie man es auslegt, Machtblöcke auf der Welt, die sich dann gegeneinander erheben. Oder vielleicht auch Bürgerkriege, in denen Völker, die an sich lange zusammengehört haben, sich zerteilen und plötzlich gegeneinander sind und sich am Ende zerfleischen. Das wäre das, wo sich Gemeinschaften, die einmal eng miteinander verflochten waren, sich gegeneinander wenden in ethnischen Konflikten. Und wir stehen ja hier heute in Zeiten drinnen, da haben wir nicht mehr gedacht, dass uns das noch einmal passieren würde. Erdbeben, Häufung, egal was jetzt die Ursache ist. Jedenfalls sagt Jesus, zum Ende hin wird diese Erde unruhiger werden. Vielleicht auch eine Parallele zu dieser Unruhe in der Schöpfung, die Paulus in Römer 8, Vers 18 und folgende Verse beschreibt, dieses Stöhnen und Ächzen, dass die Erde stöhnt und ächzt. Roger Liebe hat eine lange Liste in seinem Buch, Leben wir wirklich in der Endzeit. Und Hungersnöte, hier und dort, in ganzen Regionen, vielen Orten, in vielen Gegenden, da werden große Hungersnöte sein. Aber hier wird mehr die Tatsache als die Ursache genannt. Setzt auch voraus, dass man vorher in der Illusion lebte, man hätte das in den Griff oder würde es in den Griff bekommen können. Und es wird ein Zeichen sein, dass genau das, womit man nicht gerechnet hat, auf einmal wieder da ist. Und das alles füllt unsere Nachrichten. Es ist geeignet, uns zu erschrecken, besorgt zu machen, unruhig, seelisch aufgescheucht. Seit etlichen Jahren schon leben in diesem permanenten Krisenmodus. Und ich liste jetzt nicht auf, was uns da ständig auf Trab hält. Aber das macht etwas mit uns, wie das so schön heißt. Und wer sein Smartphone nicht im Griff hat, der lässt sich von jedem Live-Ticker in permanente Unruhe versetzen. Was mir wichtig scheint an der Stelle, in all diesen Botschaften, in all diesen Nachrichten, in all diesen Aussendungen, die da hereinkommen, lasst euch den Fokus nicht rauben. Lasst euch die Sinne nicht vernebeln. Lasst euch nicht vom Kurs abbringen. Haltet euch an das, was wichtig ist, nicht an das, was vergeht. Und Jesus ist größer und wichtiger als jede Krise. Und sein Evangelium, das ist die einzig wirklich gute Nachricht, auf die es ankommt. Und die will Gott durch uns an die Frau und an den Mann bringen. Und da greift das Nächste hinein, das noch wichtig ist. Was machen wir eigentlich? Verkündigung des Evangeliums oder doch so etwas wie eine Transformationstheologie vertreten. Stoppt Armut versus Rettung der Verlorenen. Jesus hat es im Vers 10 klar gesagt, das Evangelium muss gepredigt werden unter allen Völkern. Es geht um diese Frage, wozu sind wir da? Wofür sind Christen wirklich verantwortlich? Wofür sollen wir uns einsetzen? Was ist denn der Auftrag? Ist das Evangelisation und Mission oder doch ein soziales, politisches, ökologisches Engagement? Heißt bei uns dann wahrscheinlich in Deutschland ähnlich, konziliarer Prozess oder Transformationstheologie, es gibt ja alles sehr schlau und klug. Sollen wir auf ein Weltethos hinarbeiten? Dafür sorgen, dass Paradise Now passiert im Sinne einer präsentischen Eschatologie. Da merkt ihr, wie gescheit man die Dinge auch ausdrücken kann. Ne? Wo man das Heil der Welt nicht erst in der Zukunft, sondern jetzt schon sieht, so in einer Kingdom Theology. Ihr Lieben, Mission und Evangelisation haben heuer eher schlechte Karten. Mission ist auch sehr teuer. Bindet finanzielle Mittel. Es ist übrigens viel leichter, Geld zu kriegen für große Kinderaugen als für Mission. Mission ist mühsam, langwierig und nicht immer oder lange nicht von Erfolg gekrönt, trägt oft keine Frucht
Und aus nicht wenigen Beispielen der Missionsgeschichte wissen wir auch, dass selbst gelungene Mission nicht immer die Verhältnisse verändert hat. Aber Klammer zu. Mission? Ist das nicht eine Anmaßung, dass man unter einem postmodernen Paradigma da wieder mit dem Sendungsauftrag Jesu unterwegs ist, der ein ausschließliches und absolutes Heil allein in Christus verkündigt? Diese ganze Theologie, konziliarer Prozess oder Transformationstheologie, ist auch stark geprägt von einer Tendenz zu einem doch recht schlicht verstandenen Universalismus. Doch, sagen manche noch, für viele ist das Kreuz sowieso schon eine Peinlichkeit, aber manche sagen es noch, das Kreuz Jesu war notwendig. Aber es ist allen geschenkt. Mehr noch, es ist allen eigentlich zugerechnet. Alle sind schon mit Christus versöhnt oder in Christus mit Gott versöhnt. Egal, wie sie sich dazu verhalten, ob sie es öffnen oder annehmen. Darum braucht es auch kein missionarisches Drängen und Drohen. Es braucht nur noch den Einsatz für die Veränderung der Strukturen und Verhältnisse. Jeder ist schon versöhnt und erlöst. Jetzt müssen wir nur noch für erlöste Strukturen suchen. Und ich halte das leider zwar für nobel und zugleich naiv. Nein, Menschen sind nicht erlöst. Und Menschen sind nicht transformiert. Sie wissen nichts von dieser Erlösung und lehnen sie sogar ab. Das muss man nüchtern sehen. Darum gibt es ja diese Verhältnisse in der Welt, die wir haben. Korruption, Armut, Hunger, Ausbeutung. Es gibt keine veränderten Strukturen ohne veränderte Herzen. Und nur erlöste Menschen schaffen erlöste Verhältnisse. Und nur Begnadigte befreien von gnadenlosen Verhältnissen. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass der Islam oder der Hinduismus oder der Buddhismus begeistert sind, wenn sie einfach so von diesem Erlöser Jesus vereinnahmt werden. Nein, Mission hat keine gute Presse. Abwerbung, Proselytenmacherei, Entwicklungshilfe als Gebot der Stunde, doch nicht streiten um Seelen. Helfen, Ernährung, Bildung verschaffen. Die guten Taten der Menschlichkeit, das überzeugt die Welt doch. Doch nicht, ob jemand eine neue Wahrheit übergestülpt bekommt, die ihn dann seiner Ursprünglichkeit beraubt. Theologien des weißen Mannes unterwerfen. Oh ja, und am Ende hast du sauberes Trinkwasser, aber kein Wasser des Lebens. Verständlich ist es natürlich. Alle Nöte dieser Welt sind mit Händen zu greifen. Und wer sich auch nur einen Funken Mitgefühl bewahrt hat und noch nicht vollends abgebrüht ist, der wird da auch nicht einfach wegschauen und vorübergehen. Und ich kann euch fröhlich sagen, ich habe mein Dutzend Patenkinder in unserem Indienprojekt gehabt im Laufe der Jahre. Nein, wir haben nicht weggeschaut, wir sind nicht zur Tagesordnung übergegangen. Wir haben nicht gesagt, sie brauchen nur das Evangelium und sonst sollen sie sehen, wie sie zurechtkommen. Wir haben immer gedient und geholfen mit beiden Händen Christi, mit der einen Hand das Brot des Lebens ausgeteilt, und mit der anderen Hand das Brot, das den Leib sättigt. Wir haben in unseren Projekten immer auch eine sozialdiakonische Dimension drinnen gehabt, aber niemals ohne Mission, niemals ohne Evangelium. Es muss das Wort rein, sonst kommt bei nichts was raus. Diese Auseinandersetzung, wo man Gemeinden sagt, ihr müsst euch auf das Richtige konzentrieren. Diese Veränderung der Strukturen. Armutsbekämpfung, das würde überzeugen, sagt man. Und diese Auseinandersetzungen werden zum Teil auch recht heftig geführt und missionierende Gemeinden werden für ihren missionarischen Fokus angegriffen, verunglimpft und verurteilt. Aber ist das wirklich Reich Gottes, dass es Menschen gut geht? Ist das der Auftrag der Kirche? Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung? Hunger der Welt halbieren bis
Und so manche leichtfüßige Auslegung der Bergpredigt scheint das auch nahezulegen. Selig die Armen, Sanftmut, Barmherzigkeit, selig die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, Friedensstifter sein. Aber ist das das Heil, das Gott meint, oder ist es eben doch nur Wohl? Aber wie gesagt, sich um das Wohl der Menschen kümmern, findet mehr Aufmerksamkeit, als sich für das Heil der Menschen zu interessieren. Wohl ist machbar. Heil ist immer Geschenk. Und so bleibt es, wie Jesus gesagt hat. Das Evangelium muss verkündigt werden. Der Auftrag der Jünger, der Gemeinde ist Sendung. Punkt. Aus. Amen. Und man muss ja gar nicht unterscheiden zwischen entweder oder wählen. Kann ja auch ganzheitlich verstanden werden. Das eine tun, das andere nicht lassen. Nicht einmal die Reihenfolge ist zwingend. Um den Menschen geistliches Leben zu bringen, muss ich sie womöglich erst einmal vor dem leiblichen Tod bewahren. Und Jesus hat es an mehreren Stellen vorgemacht. Es gibt diesen Dienst mit den beiden Händen Jesu. Er hat die Menge gespeist und hat ihnen zuvor eine lange Predigt gehalten. Zuletzt, nach vielen verführerischen Stimmen, im Chor der Verräter, als letztes, wohin Jesus führt. Und nach dem vielen, das uns verführen und von Jesus weglocken möchte, wohin führt denn er? Nun, eines, er führt zu sich. Ich bin die Wahrheit. Es gibt viele Verführer. Christus ist nur einer. Er ist der eine, in dem alles ist. Darum ist für mich der beste Umgang mit diesen Dingen einfach die Verwurzelung in der Schrift. Wir brauchen nicht alle Irrtümer und Lügen zu kennen, das würde uns nur verwirren. Es genügt uns, die Wahrheit zu kennen. In der Wahrheit Jesu verwurzelt und gegründet sein. Auge und Ohr muss am Wort geschult sein. Ich habe mir das vor Jahren einmal erzählen lassen, dass man bei der Ausbildung von Falschgeldspezialisten, denen in der Ausbildung, ich weiß nicht, ob ausschließlich oder lange Zeit, keine Blüten zeigt. Nur Studium des richtigen, echten Scheines. Seine Merkmale kennen, sie bekommen keine Blüten zu Gesicht. Der echte Schein ist immer nur eine Variante. Blüten gibt es wie Sand am Meer. Aber es wird dafür ein geübter Sinn gebildet, ein feines Sensorium für das Echte. Wenn dann ein falscher Schein auftaucht, gehen die roten Lämpchen an. Und auch wenn man vielleicht noch nicht ganz genau sagen kann, was falsch ist an diesem Schein, man weiß, es stimmt was nicht. Und man kann ihn vom Echten unterscheiden. Und so würde ich ganz fröhlich sagen, was von der Schrift nicht gedeckt ist, können wir getrost links liegen lassen. Es muss ja nicht gleich aus der Hölle stammen. Aber es bringt kein Heil und keine Heiligung. Und es macht auch keinen Sinn, alle Systeme zu durchleuchten. Es verwirrt, es verstört. Natürlich, wovon wir weggeführt werden sollen, allein die Schrift, allein Christus, allein aus Gnade, allein aus Glauben. Heißt ganz einfach, sobald Leistung ins Spiel kommt, wenn das Heil etwas kostet, Finger weg. Evangelium allein ist unbezahlbar. Darum ist es umsonst. Gratia, gratis aus Gnaden. Es ist umsonst, unbezahlbar und wirkt in die Ewigkeit. Und wenn sich ein anderer zwischen dich und Christus schiebt, weglaufen, weggehen. Wenn Christus von der Schrift getrennt wird, wenn Christus nur noch aus dem Herzen und nicht mehr aus dem Wort zu mir spricht, und da werden auf ganze Tagebücher in Buchform veröffentlicht, wenn Christus von der Geschichte getrennt wird und zum Mythos wird, weg, 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 Finger weg davon. Hin zu dem einen, der alles ist. Also Jesus führt zu sich. Er führt nicht zuerst zu Aufgaben und Aufträgen,
Beziehung zu ihm ist dann auch kein Sachprogramm, sein Herzensliegen ist die Gemeinschaft mit mir. Wir sind nicht Arbeitssklaven, sondern Geliebte. Und er beruft uns zu sich, dass wir bei ihm sein sollen. Die engste denkbare Gemeinschaft, die ist dann sein Leben in mir. Und so hat er sich mit mir verbunden, um mich nie mehr zu verlassen. Und er in mir, das ist die Veränderung. Und als Veränderter schickt er mich dann auch zu den Menschen. B. Jesus führt zu den Menschen. Er war selbst der unermüdliche Wanderer und Seelsorger. Braucht man nur die Evangelien studieren, wir lesen das oft. Er hat nicht nur gesagt, kommt her, sondern viel öfter lesen wir, er ging hin. Und alles, was wir lesen über einfaches Leben in der Schrift, dient diesem Ziel, damit wir nicht so überbeschäftigt sind mit unserem Kram und sich lieber um das kümmern, was Gott am allermeisten am Herzen liegt, Sendung. Hingehen zu den Verlorenen. Und ein verändertes Leben wird dann zur Botschaft. Und aus zu unserem Leben, das verändert wurde, tritt auch das Wort der Wahrheit hinzu, das alles erklärt. C, ein drittes, mit Jesus geht es natürlich auch ins Leiden und er führt auch im Leiden. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen. Nein, wir bekommen nicht unbedingt Bewahrung vor den Nöten und vor dem Druck, aber Bewahrung in den Nöten und Bewährung in den Nöten. Und Not und Leiden muss nicht zum Hindernis für den Lauf des Evangeliums werden. Wachsende Gemeinde, gerade unter Verfolgung. Wir haben genügend Zeugnisse und Berichte. Und die Apostelgeschichte hat es auch drin in Kapitel 8, Vers 4. Und die zerstreut wurden, zogen umher und predigten das Evangelium. Ich denke, ich kriege die Tür nicht zu. Da haben Leute gerade alles verloren. Ne? Ihre Güter beraubt, vertrieben, mussten weg. Und das Erste, was sie gemacht haben, war nicht diese Frage, wie kann ich mich jetzt wieder möglichst schnell verwurzeln, etablieren und einsichern und mir eine geordnete Existenz beschaffen? Wie kriege ich mein Geld von der Tempelbank in Jerusalem transferiert nach Tarsus? Weiß der Geier, wohin das sein sollte? Das war nicht die erste Frage. Die erste Frage war, wo ist der Nächste, dem ich dieses Evangelium von Jesus Christus verkündigen kann? Und es war ein seltsam gereinigtes Evangelium. Sie hatten nämlich nichts zu bieten als Christus. Nur ihn. Aber, und das haben sie den Leuten klargemacht, hast du ihn, hast du alles. Selbst wenn du sonst nichts hättest. Hast du ihn nicht, hast du nichts, selbst wenn du sonst alles hättest. Und so zogen diese beraubten, vertriebenen, mittellosen Leute mit einer Botschaft durch die Gegend, wo sie sagen, am Ende des Tages zählt nicht, was in meiner Garage herumsteht, sondern ob Christus in mir Wohnung genommen hat und er mich heimholen darf zu sich. Jesus führt zur Vollendung, das wäre der vierte Gedanke drin. Und ich freue mich darauf deswegen, weil diese Vollendung vor allem in einem Verlust besteht. Schon mal überlegt, die Vollendung wird nicht darin bestehen, dass wir mehr von Jesus bekommen, wir haben schon alles, sondern dass auch der letzte Feind und das Fleisch ausgespielt haben werden. Die fünfte Kolonne Satan in unserem Herzen, das hört einmal auf und ich freue mich auf den Tag, wo ich wissen darf, dass Sargs bleibt im Sarg. Es wird nicht auferstehen. Ich kriege einen neuen Leib. Wird auch einmal hübsch ausschauen, keine Kommentare dazu. Bekomme diesen neuen Leib, oh ja, aber das Fleisch wird nicht wieder auferstehen. Der altböse Feind ist im Grab geblieben und es wird mich dann nicht mehr quälen. Und die Seele wird frei, dass Christus sich ungehindert entfalten kann. Und letztes. Jesus führt auch zur Herrlichkeit. Jetzt mal Schluss mit Verführung und Verfolgung. Keine inneren, äußeren Feinde mehr, nur noch er. In unverhüllter Schönheit und Klarheit. Und wir werden dem begegnen, nachdem wir uns immer gesehnt haben. Und das Lied ist sicher schon des Öfteren gesungen worden. Zum Schluss ein paar Zeilen daraus. O welch ein Tag, wenn wir uns gegenüberstehen. Und du siehst, dass dein Lebensweg ein Weg war zu mir. Dann wirst du staunen und verstehen. Es hatte alles seinen Sinn. Und du wirst sehen,
Ich hatte alles in der Hand. Oh, welch ein Tag. Wenn die Trauer der Freude weicht und dann war, was verwirrend schien, der Weg zu mir, dann wirst du staunend mit mir sehen. Alles, Ende und Beginn. Und mir war nicht einer deiner Tage unbekannt. Und du wirst glauben und verstehen, es hatte alles einen Sinn. Und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Amen. Herr Jesus Christus, beten einfach um eine ganz schlichte Sache, dass unser Herz fest werde, wie es geschieht aus Gnade. Das ist ein köstlich Ding, dieses feste Herz. Es ist Geschenk, es ist von dir, mehr noch, du in uns bist dieses feste, andere Herz, dieses neue Leben. Und wenn wir uns an dich halten und deine Wahrheit im Herzen behalten, dann dürfen wir auch bewahrt bleiben vor vielem, was uns Not macht. Und auch durch Bedrängnisse oder Nöte dieser Zeit, du trägst hindurch, du lässt uns den Fokus nicht verlieren. Ja, und einmal werden wir dich sehen, staunend vor dir stehen, wissen, es war alles ein Weg zu dir. Amen. Zu einem Segenswort und für die vierte Strophe des begonnenen Liebesliedes erheben wir uns. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen,
gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Jesus ist wichtiger als jede Krise, haben wir gehört. Deshalb halten wir uns an ihn, an sein Wort der Wahrheit und verkündigen sein Evangelium, damit verlorene Menschen gerettet werden können. Das ist unser Auftrag und das wollen wir nächste Woche ja ganz besonders in intensiver Weise tun. Herzliche Einladung dazu zur Jesuswoche. Kommen Sie, schalten Sie sich ein, bringen Sie Menschen mit, die Jesus noch nicht kennen. Ja, und dann lade ich nochmal ein zum Gebet für die Jesuswoche gleich nachher und auch heute Nachmittag. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.